willkommen zu Sallys Welt. Ich möchte heute ein super tolles Rezept machen. Die Samira freut sich auch schon richtig drauf, denn heute gibt es Minion Cupcakes. Und weil die Minions ja so gerne Bananen essen, gibt es auch einen leckeren Bananenrührteig mit dazu. Die Zutaten habe ich jetzt schon hingestellt und später werde ich die Dekoration dann aus Modellierschokolade und Fondant machen und zeige euch jetzt einfach mal ganz schnell die Zutaten. Ich brauche 125 Gramm weiche Butter, 125 Gramm Zucker, 2 Eier, die sind schon zimmerwarm, etwas Vanilleextrakt und Salz, 3 reife Bananen, 150 Gramm Mehl, 25 Gramm Kakaopulver, ich brauche Backpulver und Natron, einen halben Teelöffel Zimt und eventuell etwas Milch. Und du, kleiner Mann, darfst mir jetzt zugucken, den stelle ich jetzt hier hin. Übrigens habe ich schon meine Muffinform vorbereitet und zwar habe ich hier Muffinförmchen in Blau genommen, weil die halt so cool passen, denn die haben ja auch blaue Latzhosen an. Passt alles heute. Zuerst kommt jetzt die weiche Butter in die Rührschüssel. Da kommt der Zucker mit dazu. Das Vanilleextrakt. Und auch etwas Salz. Und dann wird es jetzt erstmal schön cremig gerührt. Und wenn die Butter-Zuckermischung weiß-cremig ist, gebe ich noch nach und nach die Eier mit dazu. Also ein Ei nach dem anderen. Und dann kann ich die Zwischenzeit schon mal nutzen und die Bananen zerdrücken. Und jetzt gebe ich das Bananenmus noch mit zu der Ei-Butter-Mischung. Als nächstes vermische ich jetzt hier die trockenen Zutaten, und zwar Mehl, dann einen halben Teelöffel Zimt. Dann braucht ihr etwas Natron. Falls ihr das nicht habt, ist nicht schlimm, dann nehmt ihr einfach statt Natron eben nochmal Backpulver mit dazu. Also Natron einen halben Teelöffel und einen Teelöffel Backpulver. So ein Viertel, also so ein bisschen gehäuft. Und dann noch Kakaopulver mit dazu. Das kurz verrühren. Und dann direkt zur Buttermischung mit dazugeben. Jetzt noch einmal ganz kurz verrühren. Und eventuell brauche ich jetzt noch ein bisschen Milch. Aber brauche ich ja, einen Schluck gebe ich mit rein. Und jetzt müssen wir den Teig nur noch portionieren. Das mache ich jetzt mit so einem Eisportionierer. Geht am einfachsten, aber ihr könnt auch einen ganz normalen Löffel benutzen. Also bei mir werden es jetzt auch etwas mehr als 12 Muffins. Und jetzt werden die Muffins im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad für ungefähr 20 Minuten gebacken. Halt, du musst hier raus. Die Muffins sind jetzt hier und kühlen bereits ab. Ich habe sie jetzt hier mit so einem Tuch abgedeckt, damit sie nicht so austrocknen. Und ich brauche jetzt noch eine leckere Creme und mache jetzt eine Vollmilchcreme. Und zwar brauche ich dafür 200 Gramm Vollmilchschokolade und 100 Gramm Sahne. Und die Vollmilchschokolade habe ich schon mal klein gestückelt, damit es schneller geht. Und gebe jetzt die Sahne hier in den Topf.
Lass sie kurz aufkochen. Und sobald sie kocht, nehme ich die Hitze wieder runter und fülle die Schokolade mit dazu. Und das rühre ich jetzt gleich so lange, bis sich die Schokolade eben komplett aufgelöst hat. Und jetzt fülle ich diese Schokomischung in ein größeres Rührgefäß, decke es ab und stelle es jetzt nochmal kühl, bis ich die Creme dann eben brauche. Und dann können wir gleich die Cupcakes oder die Muffins eben dekorieren. Die Muffins und die Schokoladenganache sind jetzt beide schön kalt. Und ich werde jetzt erstmal die Muffins mit der Ganache einstreichen, damit ich sie gleich mit Modellierschokolade verzieren kann. Jetzt nehme ich einfach so ein bisschen Ganache auf so eine Winkelpalette und streiche das hier drauf. Ganache ist diese Schokocreme. Die Muffins habe ich jetzt eingestrichen und die sitzen jetzt hier auf so einem Kühlpad, damit sie schneller kalt werden. Und ich werde jetzt schon mal die Deko vorbereiten. Für die Deko benutze ich etwas Modellierschokolade, habe ich hier in Weiß und die färbe ich jetzt ein mit Lebensmittelfarbpaste in Gelb. Und das mache ich jetzt eben mal schnell. Und dann brauche ich außerdem noch ein bisschen schwarze Modellierschokolade. Ich brauche ein paar Ausstecher, dann nehme ich mir einfach so ein paar, ja, das sind so vom Spritzbeutel die Tüllen. Und einfach noch ein paar andere Sachen. Jetzt knete ich das erstmal ein bisschen durch und dann gebe ich gleich ein paar Tropfen damit dazu. Ich habe jetzt hier dieses schöne Gelb und jetzt nehme ich mir so ein kleines Stück weg, roll das aus. Wenn es zu arg klebt, einfach ein bisschen Bäckerstärke benutzen. Die Konsistenz von der Modellierschokolade ist jetzt ziemlich weich, also weil es hier ziemlich warm ist und ich habe ja auch die Farbe eingeknetet. Mama, darf ich auch? Du darfst auch helfen. Und jetzt habe ich hier so einen Ausstecher, eigentlich ist es so ein Dessertring und der ist etwas kleiner als der Muffin, aber das macht jetzt nichts, denn ich steche das jetzt erstmal damit aus. So, und dann forme ich das erstmal mit den Fingern so ein bisschen vor. Und jetzt setze ich das hier so mittig drauf und drücke mit den Fingern jetzt hier am Rand runter. Und jetzt könnt ihr hier mit so einem Werkzeug, das ist so ein Glätter, ein Fondant-Glätter, könnt ihr das so schön nach unten streichen. Ich habe jetzt die Oberfläche ein bisschen antrocknen lassen und jetzt werde ich die einzelnen Minions dekorieren. Hier habe ich jetzt schon mal einen vorbereitet. Also ich mache jetzt welche mit einem Auge und welche mit zwei Augen. Der Einäugige ist der König unter den Blinden. Genau. Und das ist die Masse? Weil der Steward zum Beispiel hat ja auch nur ein Auge und der hier hat zwei Augen und der hat zwei und verschiedene Farben. Und deswegen dekoriere ich da jetzt einfach ein paar Gesichter. Und ich mache das jetzt auch mit Schokoladen, also mit Modellierschokolade, mit Deko-Choc und zeige euch jetzt einfach, wie das geht.
Ich habe jetzt hier ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich ja jetzt diese weißen Kreise ausgestochen, dann die silbernen Ringe außenrum. Die habe ich mit ganz normaler Kristallpulverfarbe in Silber abgepudert. Und jetzt habe ich hier diese Streifen in Schwarz. Und die Streifen in Schwarz kommen jetzt auf jeden Muffin drauf, denn das ist diese Brillenhalterung, also die hier. Und deswegen klebe ich die jetzt einfach mit ein bisschen Wasser dran. Jetzt könnt ihr euch einen Pinsel nehmen und hier einfach so ein bisschen nass machen. Genau. Dann schneide ich mir den Streifen so ungefähr zurecht. Leg ihn da drüber. Und jetzt könnt ihr das mit dem Werkzeug eben noch schön hinmodellieren. So sehen jetzt die fertigen Minions aus und ihr könnt sie gerne auch im Kühlschrank aufbewahren, also da passiert nichts. Vor allem passiert auch dieser Modellierschokolade nichts, die ist total super, ist auf Sahne geeignet, also man kann sie auf Sahne drauflegen und eben auch die Minions schön oder die dekorierten Sachen in den Kühlschrank stellen. Und wenn ihr dieses Rezept nachmachen wollt, geht einfach auf sallys-blog.de, da gibt es nochmal die genauen Zutaten und die genaue Anleitung. Und jetzt gibt es genau, noch, jetzt gibt's noch ein Gewinnspiel. Und das macht der Murat. Ich keine Ahnung, warum ich das anziehen muss. Auf jeden Fall, ihr könnt einer von diesen drei Dingern gewinnen. Hier, von diesen drei. Genau. Und diese Tasche hier, da steht Kevin drauf. Ihr wisst ja, oder? Kevin ja, steht drauf. Da steht Kevin drauf. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, Kevin ist kein Name, das ist eine Diagnose. Murat, das ist halt einer von den Minions. Und genau. Und die haben alle drei Namen. Genau. Das heißt, ihr müsst jetzt einfach alle drei Namen genau, als Kommentar drei, genau. drunter schreiben. Ich bin ein bisschen aufgeregt. und dann könnt ihr diese Tasche hier gewinnen und diese drei, die drei Minions, wo ich gerade umgeworfen habe. Genau, und das Ganze machen wir per Losverfahren und es wird dann einfach morgen auf Facebook bekannt gegeben. Und wir drücken euch natürlich ganz arg die Daumen. Und die Samira will sich, glaube ich, gar nicht von dieser Tasche trennen, aber leider müssen wir. Ja, auf jeden Fall hat uns das ganz viel Spaß gemacht und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dort ist noch ein Minion-Gesicht. Genau. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss. Warum muss ich so eine blöde Mütze tragen? Weiß nicht. Ja. Tada. Tada.
abonniert Mamas Kanal jetzt. Hier, jetzt. Kommentiert Mamas Videos jetzt.